Yo, 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 was geht ab, YouTube? Ich bin's, euer 66 Flake. Heute wieder mit einem Opening-Video. Hab hier mal ein bisschen was vorbereitet, um ein bisschen Atmosphäre für das Opening zu schaffen. Ja, ein Golden Boy-Manga, ihr seht richtig. Und sind eigentlich nur ein paar Hinweise auf diese Karte, die ich mir hier feinsterweise wieder bestellt habe. Hat mich 3 Euro gekostet und was passt zu diesen drei Sachen? Genau, ein Gold Woofirst in Gold Rare. Jawohl, den habe ich mir bestellt auf eBay. Wie gesagt, 3 Euro. Netter Preis. Lass mal auspacken hier. Und dann gucken wir uns den mal an. Der Gold in Gold. So, und dieser Gold Woofirst kommt in mein Finsterwelt-Deck, was ich euch gleich noch zeigen möchte. Ich ersetze jetzt hier diesen Silver mit einem Gold. Ich spiele schon Gold Super Rare. Und zeige euch mal einen Überblick, mein Bild. Und dann gehen wir nochmal ins Detail. Dreimal der Graffer, Standard. Ich spiele Dark Arm Dragon einmal. Und meine Variante ist, sag ich mal, nicht so sehr auf Control, sondern schon ein bisschen aggressiver. Deswegen jetzt zweimal Gold, vorher einmal Gold, einmal Silver. Den Bronn habe ich vor kurzem erst reingenommen. So eine kleine Tech-Choice von mir, weil doch schon öfters mal so der Fall auftritt, dass man keine Karten zum Abwerfen hat. Dafür habe ich halt den Bronn reingenommen. Dreimal Brow, Staple. Zweimal Tourguide Sangha. Könnte ich ja jetzt auch sagen, Staple, aber wäre ein bisschen übertrieben. Dreimal die Snow. Spiele zweimal Scar. Und, ihr werdet mich zwar dafür hassen, aber ich spiele Verwandlungskrug, ja. Auch wenn er meinen Gegner Vorteil bringen kann. Aber wie gesagt, mein Deck ist mehr so auf den OTK ausgelegt. Das heißt, ich kann schon mal den Verwandlungskrug setzen, Gegner seinen Zug machen lassen und nächste Runde durch den Verwandlungskrug das Duell beenden. Von daher zocke ich den. Ein Doom Cow. Hätte ich gerne noch mehrere, aber es hat nur eine da. Dann zweimal Blitzgewitter. Dreimal die Tore zur finsteren Welt. Einmal das Landform, habe ich auch erst vor kurzem reingenommen. Ist jetzt meine zweite Wahl neben Bronn, um schneller an Karten zu kommen, die mich die finsteren Weltkreaturen abwerfen lassen, weil es ist echt nervig, wenn man nur die Monster auf der Hand hat und die nicht loskriegt. Dann zweimal Geschäfte mit der finsteren Welt. Ich weiß, ihr seid auch kein Freund davon, aber wie gesagt, mehr eine Speed-Variante, wo ich dann auch mal die Golds rausknüpple, schnell mit den Geschäften. Zweimal Pot of Duality. Dann zweimal Bodenlose. Zweimal Deep Prison. Das wird noch ersetzt durch die Warnings, die ich dann diese Woche kriege, durch die Thin Wave 2. Ein Solemn, Dark Hole, Wiedergeburt, Sperrer Sturm, Foolish und Kartenzerstörung. So, das ist wie gesagt mein Dark World Deck im Überblick. Schnell zum Synchro Deck, Extra Deck. Hier wieder Infinite Sheldon, Best Token Ever. Ein Trishula, Hyper Librarian, Dark End, Ford Ruler, Scrap Dragon, Stardust, Black Rose, Gaia Ritter, Bionic, ein Katastro, Leviathan Drache, wichtigstes Karte im Extra Deck, Levier, Utopia, einmal Aerohai, habe ich eigentlich nur random mit reingenommen, weil es werden ja doch schon viele Karten entfernt, vielleicht kann man mal benutzen, vielleicht nicht, Hauptsache aber auch mal im Extra Deck. Und ein Gachi Gachi Gantetsu wird sicherlich auch sehr selten kommen in dem Deck, aber wir haben den Platz. Es werden nicht so viele Synchros und Exit gemacht im Dark World Deck. Sagen wir mal, größtenteils gewinnt man schon über die Graffas oder in meinem Bild auch über mal Golds. Das ist eine ganz lustige Sache. Kommt nicht immer perfekt, aber wenn er kommt, dann kommt er halt. So ist er da. Jo, und ich hoffe, euch gefällt mein Deck. Ich hätte gerne ein paar Kommentare von euch, was ihr verändern würdet. Wird sicherlich Verwandlungskrug und The Dealings kommen. Aber naja. Jo. Und wie gesagt, YouTube, mein neuer Gold in Gold. Passend zum Golden Boy Manga, zum goldenen Feuerzeug und zum goldenen Pokal. Ein goldenes Opening und ein goldenes Deck-Video heute. Bleibt auf jeden Fall dran. Und habt einen schönen Tag. Have a nice day. As FPS Russia would say. And goodbye, 66 Flake.